ne, und sensibilisiert werden. Ey, guck mal, was er sagt und guck mal, was er sagt. Du hast geredet wie ein Poet, Bruder. Du hast geredet wie ein Löwe, Bruder. Die Leute zum Islam einzuladen und ihnen zu zeigen, welche Werte und welche, was der Islam ist. Ja, auf einmal haben sie in den Liedern Inshallah und Alhamdulillah und solche Sachen benutzt. Dann bitte, hau raus. An dich nach dem Gespräch, dass du einen Menschen dazu bringst, in der Nacht aufzustehen und zu beten, wo gewisse Narrative wie Frauen, Drogen, Geld und so weiter vermittelt werden. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mein lieber Bruder. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, heute habe ich die Ehre, euch herzlich willkommen zu heißen mit unserem geehrten Bruder Red Line. Vielen Dank für die Einladung, Bruder. Bruder, für mich muss ich sagen, ist es nochmal eine besondere Ehre, weil wir kennen uns ja schon ziemlich lange, ne? Richtig. Also ja. Mittlerweile, also für die Zuhörer, wir haben zusammen studiert, wir waren Studienkollegen. Genau. Das heißt, wir kennen uns schon ein ganzes Stück. Und Alhamdulillah, Bruder, wer hätte gedacht, dass wir heute in diesem Format zusammensitzen und uns nett unterhalten. Allah macht, was er will, Bruder. Ja, das stimmt, Bruder. Vielleicht kurz zu deiner Person, Bruder. Also, ich kann mir vorstellen, dass viele Geschwister dich schon kennen mittlerweile, weil du bist ja mashallah medial schon präsent. Aber für die, die es nicht tun, vielleicht mal eine kurze Vorstellung, ein paar kleine Sätze, wer du bist. Also mein Künstlername ist Red Line. Ich bin 30 Jahre alt, afghanischer Abstammung, heiße mit bürgerlichem Namen Ismail. Bin jetzt seit 2018, glaube ich, mit den Nasheeds aktiv. Und habe jetzt ca. 13 Singles, ein Album veröffentlicht. Ne? Maschallah. Und ja, versuche den Leuten eine Alternative zur Musikindustrie zu bieten, mit meinem Anaschid. Maschallah. Ja, also ich glaube, viele haben davon mitbekommen. Ich war selber sehr überrascht, als es plötzlich hieß Red Line und dann habe ich plötzlich dein Bild gesehen oder dein Gesicht gesehen im Internet und dann dachte ich mir, oh. Stimmt, der Bruder war schon immer kreativ, auch in der Uni-Zeit. Eigentlich nur logisch, dass er so ein Projekt anfängt, dass ich ihn irgendwann als mediale Figur sehe. Ja, mashallah. Also schön, dass wir heute hier sitzen können, dass wir die Gelegenheit haben, Bruder. Du hast es auch schon selber eben erwähnt. Du machst Nasheed. Also für die, die vielleicht nicht wissen, was das genau ist, vielleicht kannst du mal kurz erläutern, was ein Nasheed ist überhaupt? Also ein Nasheed ist ein, ich nenne es mal musikalisches Werk, ja, wo wir ohne Instrumente arbeiten, ja, und wo der Inhalt sich ausschließlich auf die Einladung zum Islam, ja, oder die Einladung zu Allah bezieht, ja, entgegen der heutigen Musikindustrie, ne, wo gewisse Narrative wie Frauen, Drogen, Geld und so weiter vermittelt werden. Und ein Nasheed lädt eher zum Islam ein. Ja, es soll an Allah erinnern, es soll motivieren, mehr zu praktizieren und so weiter. Und dieses Genre nennt sich Nasheed. Ja? Vielleicht ist das auch ein gutes Stichwort, was du eben erwähnt hast, mein Bruder, weil du sprichst es ja selber schon an. Es ist eben eine sehr gute Alternative zu der Musikbranche von heute oder zu der Musik von heute. Und ich glaube auch allen voran zu der Rap-Musik von heute, weil das ist ja etwas, was leider sehr, sehr viele Jugendliche konsumieren. Und natürlich auch Muslime, also muslimische Jugendliche konsumieren. Und du hast schon gerade mal ein paar Schlagwörter reingeworfen. Also Bild der Frau, Drogen, Kriminalität etc. Kann man bei dir behaupten, dass das so deine Hauptintention war, als du angefangen hast mit deinem Projekt, dass du sagst, ich möchte wirklich zu diesem katastrophalen Einfluss, den die Rap-Musik heutzutage hat, vielleicht können wir auch gleich noch mal ein bisschen darüber reden, was denn so Inhalte sind, was vermittelt wird und wie schlecht das ist eigentlich für die Jugendlichen und für das Herz eines Muslims, wenn er tagtäglich solche Art von Musik konsumiert. Kann man sagen, das war so eine ein Hauptantrieb für dich, dass du auch überhaupt mit dem Projekt gestartet hast? Ja, also tatsächlich komme ich ja selber aus einer Zeit, wo ich normale Musik noch gemacht habe und vielleicht sogar über solche Sachen geschrieben oder gerappt habe. Und irgendwann war ich raus aus der ganzen Sache. Als ich mich wieder angefangen habe, nicht damit zu beschäftigen, sondern zu schauen, was die heutigen Rapper so singen, rappen und so weiter, habe ich gemerkt, dass die Inhalte wirklich sehr, sehr schmutzig geworden sind. Was hat dich denn so, ich sag mal, extrem erschreckt bei diesen Inhalten und bei diesen Art ja, von Musik? Also, ich sag ehrlich, es war nicht mal unbedingt
die Verherrlichung von den Drogen, Frauen und so weiter, was auch sehr schlimm ist, sondern das war der Part, wo die Rapper anfingen, islamische Terminologie zu benutzen. Ja, auf einmal haben sie in den Liedern Inshallah und Alhamdulillah und solche Sachen benutzt. Ja, in Kombination mit Haram. Ja. Und das war der Punkt, wo ich sehr getriggert war und gemerkt habe, das kann man nicht so stehen lassen. Ja, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist einfach, wo du nach der Intention fragst oder nach dem Antrieb fragst. Die Nasheeds, die wir heutzutage haben, sind alle aus dem arabischen Raum und es sind dieselben, die seit 20 Jahren gespielt werden, rauf und runter, in den Vorträgen, in keine Ahnung wo. Ich meinte, es müssen jetzt neue Leute nach vorne kommen. Es müssen jetzt neue Inhalte kommen. Es muss alles ein bisschen mehr auch der Kultur angepasst werden, ja, dass es die Leute auch hier erreicht. Das war mein Antrieb. Sehr schön. Vielleicht nur mal, um kurz auf diesen Punkt zu verharren, Bruder, weil das ist ein sehr, sehr wirklich markanter Punkt und das kann man auch sehr stark in der Realität beobachten. Also wenn man sich die Jugendlichen anschaut, ich sehe ja selber Jugendliche aus meiner eigenen Familie oder jüngere Geschwister von Brüdern, von Familienfreunden, die man dann sieht, die diese Rap-Musik wirklich konsumieren. Erschreckend für mich ist, was man halt dann von denen so mitbekommt. Beispielsweise, du hast was Schönes gesagt vorhin. Bild der Frau. Was für ein Bild von der Frau vermittelt denn eigentlich der Islam? Wir sind beide verheiratete Männer. Wie gehen wir denn mit den Frauen um? Was für ein Bild haben wir denn? Wir haben ja ein Bild, dass wir sagen, die Frau ist natürlich durch die ganzen Überlieferungen, die wir auch mitbekommen haben, hat einen hohen Stellenwert für uns. Ist die Mutter unserer Kinder. Ist die Hüterin des Hauses. Also hat eine sehr, sehr erhöhte Stellung eigentlich im Islam. Und nicht so, wie es in den Medien immer propagiert wird, ne? Dass die Frau irgendwie ein unterdrücktes Wesen ist und gar nichts zu sagen hat. Und ja, also man kennt diese ganze Negativpropaganda. Was würdest du denn vielleicht sagen, konkret ist dir aufgefallen bei den Jugendlichen? Also wirklich, was es mit ihnen gemacht hat, dass sie tagtäglich solche Inhalte konsumieren und dadurch dann beispielsweise das Bild der Frau komplett in Verruf gerät. Irgendwie, also leider in den Rap-Texten wird dir die Frau total dargestellt als ein Objekt der Begierde, richtig? Als ein Sexual- oder ein Sexobjekt. Richtig. Die Sache ist, abgesehen davon, dass die heutigen Rapper in ihren Videos Frauen, wenn sie sie darstellen, halt leicht bekleidet darstellen, als ob sie ihnen nichts anziehen könnten und über sie reden, als wären sie nur für das eine gemacht worden und so weiter. Ne? Ja. Abgesehen davon sind in den letzten Jahren noch sehr viele weibliche Rapper hervorgekommen und auch Sängerinnen, die merkwürdiger, paradoxerweise sich selber ein Image aufgebaut haben und sich so vermarkten, als wären sie Prostituierte. Ja? Und ich weiß nicht, wie man auf so etwas kommt. Ja? Ich weiß nicht, was man damit bezweckt, aber wenn du dir die Kinder heutzutage dann anschaust, sie versuchen das nachzuahmen. Ja? Sie denken, es ist lobenswert oder nicht mehr schlimm, sich wie eine Prostituierte zu benehmen. Ja, es ist, das Bild der Frau wird damit komplett zerstört und sie nehmen diese Ehre, die diese Frau eigentlich bekommen hat, ne, speziell im Islam, hat die Frau bei uns einen sehr großen Stellenwert. Ne, und hier wird die Frau genau in das komplette Gegenteil gezogen. Subhanallah, auch das Alter quasi, womit die Jugendlichen schon ihren ersten Geschlechtsverkehr haben. Ja. Ist ja erschreckend. Laut Richtig, Studien ja. redet man davon 13, 14, wenn man Umfragen macht. Es wird ja auch immer jünger, ne? Es wird auch immer jünger. Es wird auch gefördert teilweise durch Programme und so weiter. Ne, hier. Und die Rapper tun natürlich auch ihren Teil dazu bei. Ja. Ne? Weil die Manipulation, die durch Musik stattfindet, durch die Klänge, durch die Inhalte und so weiter, ist nochmal eine ganz andere Thematik. Ne? Das motiviert die Leute dazu, auch diese Sachen zu praktizieren natürlich. Ja. Und verbunden, ein Geist oder eine Idee wird auch sehr stark, glaube ich, in Rapmusik weitergegeben oder mitgegeben an die Jugendlichen. Dieser stumpfe Materialismus. Also, Richtig. Ich habe mir mal als Vorbereitung auf unser Gespräch heute, habe ich mir mal so ein paar, wie nennt man das, Textüberschriften oder Liedüberschriften, Songtitel, habe ich mir mal angeschaut, sieht man verhäufigt beispielsweise, dass die Songtitel Namen von großen Brands tragen, also Gucci und Louis Vuitton und oder nach irgendwelchen sehr teuren Autos benannt worden sind, Mercedes und was auch immer. Das beobachte ich auch immer sehr, oder vermehrt oder stärker, dass die Jugendlichen wirklich, natürlich oft können sie sich das Original nicht leisten in dem Alter,
aber dass sie einen sehr starken Wert nur noch auf diesen stumpfen Materialismus legen. Eigentlich genau das Gegenteil davon, wozu Allah subhanahu wa ta'ala uns aufruft. Also, dass man nicht der Dunya diesen Stellenwert und diesen Rang geben sollte. Man sieht halt genau das Gegenteil, dass sie wirklich sehr viel Wert drauf legen. Richtig. Vor allem, als wäre es das höchste Ziel, was ein Mensch erreichen kann, diese Dinge zu besitzen. Also, du gibst dem den Titel zum Beispiel von Gucci oder Lamborghini, Gallardo oder was auch immer. Ne? Jetzt keine Schüsse gegen irgendwelche Leute hier. Aber als wäre es das höchste Gut, was man erreichen kann. Das ist es nicht. Ne? Die Sache ist auch, wenn du Materialismus sagst, an sich der Islam hat ja nichts dagegen, dass man reich ist, dass man Dinge besitzt und so weiter. Ne? Aber der Unterschied liegt darin, dass man diese Dinge nicht im Herzen tragen soll. Ne? Das heißt, du siehst diese Dinge als Mittel zum Zweck. Es gibt ein schönes Zitat, da heißt es, das Herz ist die Heimat Allahs. Alles andere, was du dorthin packst, wird geprüft werden. Ne? Subhanallah. Und sehr schön. Das heißt, jemand, der das Geld in sein Herz packt, der wird damit geprüft werden. Ne? Und entweder ertrinkt er darin, in diesem Geld, und rennt dem hinterher und macht seine ganze psychische Lage, ne? Seine emotionale Lage macht er davon abhängig. Oder er sieht es als Mittel zum Zweck. Ne? Vor allem auch in einem Alter, wo, sagen wir mal, die Jugendlichen gerade dabei sind, heranzureifen als vollwertiges Mitglied einer Gesellschaft oder als erwachsener Mensch. Und gerade in so einer Zeit sind sie verdreckt mit solchen Ideen wie beispielsweise dieser stumpfe, blinde Materialismus, wo sie doch eigentlich lieber ihre Zeit dafür aufwenden sollten, eben genannte Beispiele, also Inhalte wie zum Beispiel in deinen Nashids mitzubekommen, also die Bindung zu Allah, das Ehren und Respektieren von den Grenzen von Allah subhanahu wa ta'ala, das sich abmühen auf seinem Wege, also sein Wohlgefallen zu erlangen. Und gerade in diesem kritischen Alter, sag ich mal, wo die Persönlichkeit sich formt, kriegen sie so viele negative Einflüsse und Einflüsterungen durch absolut. Diese Rap-Musik. Es gibt ein Format, das nennt sich 20 Minuten Besuchszeit, ja, auf YouTube. Ich habe mir das angeschaut und da sind verschiedenste Rapper, die Geschichten aus ihrer kriminellen Vergangenheit erzählen. Ne, und bei vielen hört man und sieht man einfach, dass sie beeinflusst wurden durch Filme, durch andere Rap-Musik und so weiter, durch ihr Umfeld natürlich. Ne, und einige bereuen es im Nachhinein, ne, weil sie dann im Gefängnis waren für gewisse Jahre. Andere reden darüber, als wäre das richtig cool gewesen und als wäre das jetzt so eine Narbe, die sie jedem zeigen möchten. Guck mal, was ich hier durchgemacht habe. Guck mal, diesen Schwertchen, den ich bekommen habe. Bruder, das ist, verzeih mir, das ist keine schöne Narbe, die du da hast. Es ist etwas, wofür du dich schämen solltest. Ne? Und wenn du dich auch nicht dafür schämst, dann wirst du niemals richtig davon wegkommen. Ne? Also, weil es ist nicht lobenswert, mit Haram, mit Kriminalität irgendwie Geld gemacht zu haben, Leute unterdrückt zu haben und sonstiges. Ne? Es ist lobenswert, sich für Allahs Sache einzustrengen, für die Wahrheit einzustehen, ne? Über diese Dinge zu sprechen, über Reue zu sprechen, ne? Weil was die Leute, glaube ich, auch viel verlieren, gerade diese aus den kriminellen Ecken, wenn ich ganz kurz abschweifen darf, ja, das ist immer die Hoffnung. Ne? Die Hoffnung, sie denken, ich habe so viel Schlechtes gemacht, mir kann keiner mehr helfen. Ja, ich mache weiter oder ich werde noch schlimmer. Falsch gesehen. Die Reue ist bei Allah, sie wird immer akzeptiert. Du kannst immer wieder zu Allah kommen. Immer wieder, er schließt dir niemals die Tür. Ne? Gerade bei diesen Leuten, die kriminell sind, Gangster waren, schlechte Vergangenheit haben, die Geschichte von dem Mann, der 100 oder 99 Menschen getötet hat oder 100 Menschen, schönes Beispiel. Dem am Ende vergeben wurde, ne? Weil er einen Schritt Richtung Allah gemacht hat oder die Schritt Richtung Allah gemacht hat und dann gestorben ist, meine ich, ne? Und in diesem Zustand der Reue ist er gestorben, ja? Und trotz dessen, dass er so viele Menschen getötet hat, hat Allah seine aufrichtige Reue akzeptiert, ne? Ja, es ging ja sogar in der Überlieferung, das war ja, oder das ist ja so ein Part, der einen wirklich in Gänsehaut versetzt, da kamen ja die zwei Engel dann quasi zu seinem Leichnam. Der ist verstorben, richtig. Und einer war quasi der Engel der Reue und der andere Engel war der Engel der Bestrafung. Und beide haben sich jetzt gestritten. Was ist jetzt mit diesem Mann? Werfen wir ihn jetzt ins Höllenfeuer oder werfen wir ihn ins Paradies oder bringen ihn ins Paradies? Und dann war es so, dass sie gesagt haben, wenn er näher zu der Stadt ist, von der er raus oder geflohen ist, um wegzukommen von diesen ganzen Schlechtigkeiten, dann werden wir ins Höllenfeuer werfen. Und wenn er weiter entfernt ist oder näher ist zu der Stadt, wo er hin wollte, wo er quasi einen Neustart beginnen wollte und Reue zeigen wollte und sich verbessern wollte, dann werden wir ihn ins Paradies bringen. Bei der Abmessung war tatsächlich die Entfernung zu seiner alten Stadt, also quasi zum Höllenfeuer, näher. Was hat Allah subhanahu wa ta'ala gemacht? Er hat die Erde geweitet und die Position verändert, sodass er näher ist zu der Stadt,
wo er den Neubeginn machen wollte. Allahu Akbar. Und dadurch wurde sozusagen seine Reue angenommen und er kam ins Paradies. Das ist eine sehr schöne Überlieferung, die du herangeführt hast. Das ist, was dann Allah macht wirklich, wenn man Reue zeigt, ne, dass er dir sogar die Reue noch leicht macht. Es ist nie zu spät, richtig. Also wir thematisieren natürlich diese Thematik, weil es eben gerade wichtig ist für die islamische Community, für die muslimischen Jugendliche, um einmal vielleicht aufmerksam darauf zu werden, oder dass wir sie aufmerksam darauf machen. Es bleibt nicht nur bei dem Musik hören oder bei diesen Texten konsumieren. Es hat, mein Bruder, meine Schwester, es hat definitiv einen schlechten Einfluss auf dich. 100%. Absolut, das 100%. Kann man nicht abstreiten. Ja, wenn ich noch eine Sache erwähnen darf, und zwar der Effekt von aggressiver Musik, ja, also Musik, die basslastiger ist, die härtere Texte hat, und der Effekt von melancholischer Musik, die darüber redet, wie traurig und Dings du bist, weil deine Freundin oder Freund dich verlassen hat und diese Geschichten, diese Inhalte hat, ne? Diese haben einen sehr großen Einfluss auf den Körper und auf die Psyche des Menschen, und das verstehen viele Menschen nicht. In Kombination mit den Begleitungen dann, der Instrumente und so weiter, ist das wie wie ein Rausch. Das ist wie ein Rausch, in dem du dich befindest. Der Aggressive, der diese Musik hört, es pusht ihn beim Training, ne? Wenn er Auto fährt, drückt er aufs Gas, überschreitet das Limit und so weiter. Und der Traurige, ne, der vielleicht gerade verlassen wurde und so weiter, der hört diese Sachen und der kommt vielleicht schon in Suizidgedanken. Oder der kommt in so eine Welt, wo alles einfach nur schrecklich ist und er schläft die Nacht dann nicht mehr und so weiter und so fort. Der Effekt von diesen Liedern ist psychologisch gesehen, ja, wenn man das wissenschaftlich auch mal auseinandernehmen würde, diese Frequenzen und so weiter, sehr schädlich für den Menschen. Ja, sehr interessant. Also du bist der Fachmann, Bruder. Genau, das ist sehr schädlich für den Menschen. Ne, deswegen hat das, was wir auch machen, einen anderen Effekt auf den Menschen. Vielleicht, Bruder, ganz kurze Frage nur. Vielleicht hast du mal so ein, zwei Begebenheiten gehabt, wo du auch mal Feedbacks bekommen hast, von Jugendlichen vielleicht, wie denn deine Nasheed einen Einfluss genommen haben auf sie. Und ob sie dadurch eventuell vielleicht sogar weggekommen sind von der Rap-Musik oder von der Musik an sich heutzutage. Ja, also tatsächlich kommt regelmäßig Feedback. Ich sag mal so, ich rede nicht viel darüber. Ne? Ich bin auch auf Instagram sehr aktiv. Ich poste nie Stories und Reposts von solchen Sachen. Es gibt ja immer Leute, die, wenn sie gutes Feedback bekommen und so weiter, das immer reposten, ne, und zeigen, damit das gut für ihr Geschäft ist und so weiter. Ne? Das ist ja alles okay, ist kein Problem. Ich mache diese Sachen in der Regel nicht, weil ich habe Angst, dass dabei meine Absicht ins Straucheln kommen könnte. Und die Leute mal wieder sehen, guck mal, Lob und der hat denen geholfen und dies, das. Brauche ich nicht. Ich weiß, wofür ich das mache. Ne? Aber wenn du mich so direkt fragst jetzt, ja, es kommt Feedback regelmäßig von Leuten, die ihre Bibliotheken, Musikbibliotheken löschen und sagen, ich habe jetzt nur noch Anasheed drauf. Alhamdulillah. Beispiel. Alhamdulillah. Es kommt Feedback von Leuten, die sagen, ey, ich habe wieder angefangen zu praktizieren. Es kommt Feedback von Leuten, die sagen, ich habe meinen Wecker zu Fajr gestellt. Ne? Und diese Nachricht, Bruder, das macht mich so glücklich, dass du einen Menschen dazu bringst, in der Nacht aufzustehen und zu beten. Bruder, das ist so gewaltig, ne? Gänsehaut, Bruder. Dass Allah einem zu dem Mittel macht, ne? Dazu, dass Leute anfangen vielleicht zu beten. Wir hatten ja vorhin noch mal so kurz drüber gesprochen, ne? Also, dass auch mir geht's so, oder auch uns geht's so im BDI-Team, dass wir wirklich, also genau das, was du gesagt hast, dass man auch plötzlich erkennen kann, du machst dein Ding, du nimmst vielleicht deine, in unserem Falle, die Vorträge auf und du nimmst deine Nasheed auf. Und das erreicht plötzlich Geschwister, die wirklich dadurch sich verändern mit Allahs Hilfe, mit Allahs Gnade. Und das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Richtig. Ich glaube, das kann ich sehr gut nachvollziehen, was du da gerade erwähnst. Absolut. Ne? Deswegen, diese Gabe, die Allah uns gegeben hat, ne? Erstmal Fähigkeiten zu haben, die jeder Mensch hat. Aber dann auch, dass Allah uns den Mut gegeben hat, das umzusetzen. Ja, weil da scheitert es bei den meisten. Richtig. Kein Mensch ist ohne Fähigkeiten, aber es fehlt bei den meisten der Mut, diese Sachen durchzuziehen. Ja, und wenn du sie durchziehst und wenn das Feedback kommt, dann kann man ja schauen, okay, ist das gut oder nicht? Weil wenn bei mir regelmäßig Feedback kommen würde von Leuten, die sagen, dass sie irgendwie negativ beeinflusst oder nur noch dies oder das und so weiter, ne? Oder keine Ahnung, ich bin jetzt traurig und habe meine Freundin geschrieben oder was auch immer. Dann wäre das so ein Punkt für mich zu denken, ist das in Ordnung, was ich mache oder nicht. Ne? Aber das Feedback geht in die andere Richtung. Es geht in die Sehr Richtung, schön. Dass Leute sagen, dass sie wieder zu Allah finden. Ne? Und das ist für mich auch ein Antrieb, ein Benzin. Vor allem auch, Bruder, du hast vorhin was sehr Interessantes erwähnt. Und zwar, dass es in der heutigen Rap-Musik diese Framings gibt, diese islamischen Wörter, die reingeschmissen werden. Inshallah oder Alhamdulillah oder Allah oder ein ganz berühmter Satz von vielen Rappern, glaube ich, ist ja, was weiß ich, ich
verdiene mein Geld durch Drogen und dann kaufe ich damit ein Ticket nach Mekka für meine Mutter. So, Astaghfirullah, also was, wie soll man das vergleichen? Er macht ein Haram, um seiner Mutter die Hajj zu finanzieren. Ja. Also total paradoxe Begrifflichkeiten, die eigentlich in diesem Kontext erwähnt werden. Ja. Und umso wichtiger ist es ja, dass wir quasi dieses Feld auch inshallah irgendwann vielleicht dominieren. Richtig. Weil du erwähnst ja natürlich, du machst ja an Nasheed, es geht dort um islamische Inhalte. Natürlich werden dort auch islamische Wörter, Begrifflichkeiten, Konzeptionen erwähnt. Ich kann mich erinnern, bei einem Nasheed von dir, dass es da beispielsweise auch um Sabr geht. Oder Sabr wird zumindest thematisiert. Sehr wichtiges islamisches Verständnis. Ein Wort, was vielleicht auch Rapper benutzen, aber total in einem Kontext, das überhaupt nicht passt. Also wirklich, wenn man sich das anschaut, werden dadurch quasi unislamische Taten und Handlungen schmackhaft gemacht für die Jugendlichen, weil sie ja dann denken oder im Kopf zumindest sich das rationalisieren und denken, ja, er ist ja Muslim. Er hat ja Allah gesagt oder er hat ja Inshallah gesagt oder er hat ja Alhamdulillah gesagt. Was sagst du dazu? Also, das ist auch ein Phänomen, was wirklich sehr hervorsticht in dieser richtig, Rap-Genre. Richtig. Also, erstmal bin ich der Überzeugung, dass diese Leute nicht wissen, was sie tun. Ja, also ich bin der Überzeugung, dass sie nicht wirklich dort sitzen, niederträchtig und denken, ich schreibe jetzt irgendwas, womit ich den Islam ins Lächerliche ziehe. Auf keinen Fall, weil ich bin der Überzeugung, dass all diese Rapper, von denen ein Großteil Muslime sind, ne, also von denen ein Großteil Muslime sind, wie vielleicht Jumma beten oder die vielleicht an Ramadan fasten oder auch zu Eid sich beglückwünschen und so weiter. Ne, also, dass diese Leute das nicht mit einer schlechten Absicht machen, sondern einfach nicht wissen, was sie tun. Ne, oder wie schlimm ist vielleicht, was für Auswirkungen das auf die Weitsicht und auch auf die kurze Sicht hat, auf die Menschen und auf ihre Umgebung. Deswegen, ich unterstelle den Leuten nichts Schlechtes. Ich unterstelle ihnen einfach, dass sie in diesen Punkten nicht wissend sind. Ne? Und das ist gefährlich, weil wenn man unwissend in einer Sache ist, dann sollte man nicht darüber reden oder sie tun. Ne? Zum Beispiel, wenn es gewisse Thematiken gibt, über die ich gar keine Ahnung habe oder sie gar nicht praktiziere oder selber damit voll struggle, das umzusetzen, dann rede ich nicht darüber in meinen Texten. In meinen Texten rede ich sehr viel über Reue, über sehr viel über, dass man Fehler begeht, ne, und nicht die Hoffnung aufgeben sollte. In meinen Texten rede ich hauptsächlich darüber, über die Dinge, die ich wirklich erlebt habe oder die ich wirklich durchmache oder die ich vielleicht selber wirklich praktiziere, wo ich sage, Tamam, ich bin authentisch, wenn ich darüber rede. Ne? Möge Allah uns bessern. Amin. Amin. Diese Leute wissen nicht, was sie tun. Und um ihnen vielleicht ihr falsches Vorgehen aufzuzeigen, ne, bin ich auch nicht da, indem ich jetzt Nasheeds mache und die ganze Zeit gegen sie schieße. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Nasheed, wo man einmal gegen sie schießt. Ne? Aber ich möchte mein Ding durchziehen. Ne? Und inshallah wird es groß genug, dass sie alle davon mitbekommen. Amin. Und die Gegenseite sehen. Amin. Ja? Dass sie die Gegenseite sehen. Und guck mal, nicht wenige wissen davon Bescheid. Sehr große Rapper, von die heute in der Musikindustrie, die man kennt, ja, wissen davon Bescheid. Ja? Und das weiß ich aus ersten Quellen oder in also direkten Kontakt Gesprächen. Gehabt direkt? Richtig, okay. Direkten Kontakt oder aus ersten Quellen von Leuten, die mit denen gesprochen haben, denen das gezeigt haben. Das heißt, die wissen darüber Bescheid. Haben sie sich auch schon mal irgendwie oder angedeutet, dass sie sich haben inspirieren lassen von dem, was du machst? Nein, ich habe noch kein direktes Feedback oder Kommentare auch von denen gehört. Es wirkt auch so, als würden sie das gekonnt ignorieren. Ne? Ja. Weil es vielleicht auch ein bisschen Gewissensbisse bei dem einen oder anderen erzeugt, wenn sie sehen, was man macht. Ne? Weil sie ihre Sache hauptsächlich fürs Geld machen natürlich. Ne? Also sie leben ja davon. Ja, sie leben ja davon. Kommerziell, also sie verdienen ja auch ziemlich gut damit, muss man ja genau. auch sagen. Plus es könnte auch gegen ihr Image gehen und alles Mögliche, wenn sie auf einmal öffentlich für mich sich aussprechen oder dergleichen. Ne? Weil du weißt, in welche Schiene mal der Islam gerückt wird. Und diesen Leuten ist es halt wichtig, dass ihr Image und alles sauber bleibt natürlich. Ja. Es liegt auf jeden Fall in meinem Interesse, dass diese ganze Sache sehr groß wird, ne? Sodass das gleichgestellt mit den anderen Dingen wird, ne? Und die Leute sehen, ey, es gibt auch das, ne? Also es soll kein kleines Nebenprojekt sein oder ja. so, ne? Und ich gehe da auch nicht mit Zeit, Geld und so weiter rein wie in so ein kleines Nebenprojekt, so ein kleines YouTube-Video oder so, ne? Vielleicht, sondern, Bruder, direkt, wenn ich einhaken kann, kurz, ja. Also wenn wir vielleicht mal auch auf die Lösungsvorschläge kommen für diese Problematik, weil wir haben jetzt viel über die Problematik gesprochen. Richtig. Viel darüber, was gerade jetzt alles schlecht läuft und wie schlecht dieser Einfluss von der Rapmusik auf die Jugend ist und vor allem auf die muslimische Jugend. Vielleicht, wenn wir in Richtung Lösungen mal blicken oder Lösungsvorschläge, bestimmte Ansätze.
ich denke sicherlich, dass dein Projekt eine Teillösung für diese Problematik darstellen könnte. Oder auch vielleicht weitere Nasheed-Artists, die dann vielleicht sich dir anschließen sogar oder selber ihre eigenen Projekte eröffnen und dann dementsprechend nachgehen. Also, richtig, ja. Würdest du sagen, das ist auf jeden Fall eine Teillösung für dieses Problem? Es ist, guck mal, also das Problem, das wir haben erstmal, ist natürlich, dass wir eine riesige Musikindustrie haben, die alle ihre falschen, schädlichen, toxischen Werte an unsere Kinder, Jugendlichen und auch an die Erwachsenen geben. Ne? Wir sprechen nicht nur von Kindern und Jugendlichen, wir reden von Leuten in deinem und meinem Alter und älter. Das ist die Problematik, die wir haben. So, es gibt keinen, der gegen sie anspricht, ne? Weil es keine Mutigen gibt, die rauskommen, weil Leute, die damals vielleicht gerappt haben und dann angefangen haben zu praktizieren, nichts mehr damit zu tun haben wollen. Aber Allah hat euch diese Fähigkeit nicht umsonst gegeben. Ja, und es macht mich manchmal wirklich sauer, wenn ich Leute sehe, die Fähigkeiten haben und sie nicht nutzen. Ja, und diese Fähigkeit einfach verwelken lassen. Ja, und die Lösung ist auf jeden Fall, dass wir hervorkommen, dass wir unsere Fähigkeiten nutzen und für den Islam sprechen, gegen ihre Werte. Ja, schauen Surah Ash-Shu'ara, dort sind die letzten 2-3 Ayat. Dort wird sinngemäß gesagt, ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, aber sinngemäß wird gesagt, schaut auf die Poeten, ne, und wie sie sagen, was sie nicht tun und wie sie durch jedes Land umherirren und sozusagen nur Schaden verbreiten mit ihren Inhalten. Ja? Das heißt, es wird schlecht über die Poeten geredet und dann denke ich mir, okay, ich bin doch auch ein Poet oder nicht. Aber dann, in dem nächsten Vers oder in dem letzten Vers oder in den letzten beiden wird gesagt, außer diejenigen, die ihre Poesie nutzen für den Islam, für Rasulullah und gegen diese Leute angehen. Ja? Und deswegen sage ich, wir sind die Poeten des 21. Jahrhunderts. Und deswegen sage ich, diese Leute müssen hervorkommen. Und wir müssen aufsprechen. Ka'b bin Malik, Hassan bin Thabit, das waren Poeten von Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Unter anderem Meister in ihrem Werk. Die damalige Poesie ist nicht vergleichbar mit der heutigen. Ja? Und die damalige war natürlich, verzeih mir, die damalige war natürlich ohne instrumentale Begleitung. Es war einfach a cappella. Wir leben in einer Zeit, wo die heutigen Poeten alles mit Begleitung veröffentlichen. Ja? Also machen wir das auch, aber auf die sauberste Art und Weise, und zwar indem wir nur unsere Stimmen benutzen. Es gibt verschiedene Meinungen zu diesem Thema, da will ich gar nicht drauf eingehen. Ja. Ich möchte den sichersten Weg gehen und alles nur mit der Stimme produzieren, höchstens noch Def reinhauen. Und so gehen wir gegen diese Leute vor. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du erwähnst, Bruder, weil ich denke, gerade wie du gesagt hast, der Islam hindert uns ja nicht an Kreativität oder an Stilmitteln, die wir nutzen können, um eben das Gute und die Dawa und die Botschaft des Islam nach vorne zu bringen. Und Poesie war ja auch, wie du schön gesagt hast, in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, also so weit verankert, dass es sogar im Koran vorkommt. Und man hat auch gesehen, dass diese Poesie nicht verurteilt wurde vom Propheten alaihi wasallam, solange sie islamische gute Inhalte hatte, die jemanden Allah näher gebracht haben oder das Wohlgefallen Allahs erweckt haben. Warum natürlich diese Gaben nicht nutzen? Definitiv, da würde ich dir zustimmen. Und der Islam hat auch nicht irgendwie eine verkrampfte Ader oder eine verkrampfte Haltung zu Kreativität oder zu Stilmitteln. Nein, vielmehr dieses Stilmittel der Poesie, was du auch wirklich sagst, wenn man sich auch vielleicht als kleinen Exkurs, ganz Mini-Exkurs, die Anfänge von Rap anschauen würde. Rap war etwas, was im Bereich von Poetry Slam angefangen hat erstmal, ganz ohne Musik und ganz ohne Beats und so weiter. Was stark gesellschaftskritisch war, also die Menschen haben gewisse Missstände in der Gesellschaft ja, kritisiert und im Laufe der Zeit leider wurde Rap oder verkam Rap zu so einer materialistischen, sexistischen und wirklich kriminellen Sache. Irgendwann. Wurde kommerzialisiert, würde ich einfach sagen. Oder kommerzialisiert. Ja, weil kommerzialisiert richtig. Bedeutet immer, was will der Markt gerade? Richtig, richtig. Ne? Der Markt will gerade Drogen, Frauen, Geld. Tamam, richtig. Geben wir ihm. Der Markt hat gerade keine Lust auf gesellschaftskritische Sachen, ist langweilig, ne? Raus damit. Richtig. Das ist auch, wie die heutigen Labels natürlich arbeiten, ne? Sie schauen, was verkauft sie am meisten, das machen wir. Also ja, ich denke auch, man kann festhalten, also dass, mashallah, dein Projekt unter anderem und auch das von anderen Nasheed-Artisten, dass das auf jeden Fall zu einer Teillösung beiträgt, jetzt schon und inshallah in Zukunft auch größer beitragen kann, um einen Gegenpol vielleicht aufzubauen zu dieser schlechten Rap-Musik. Ich denke aber weiterhin, ich weiß nicht, was du dazu sagst, ich denke weiterhin, es muss auch, ich sag mal, auf den Boden ankommen. Wir befinden uns hier in einem sehr medialen Raum. Natürlich das ganze Leben, also heutzutage leider ein Großteil des Lebens spielt sich im medialen Raum ab, aber es gibt ja natürlich ein Leben in der Realität, im Analogen, in der analogen Welt. Und ich denke, auch da müssten
meiner Meinung nach Moscheeverbände, sonstige islamische Vereinigungen, irgendwelche Jugendvereinigungen, wo muslimische Jugendliche drin sind. Die Eltern müssten auf jeden Fall viel mehr sensibilisiert werden auch, wie schädlich und wie schlecht das für ihre Kinder ist oder für ihre heranwachsenden Kinder, ihre jugendlichen Kinder, dass sie diese Musik oder diese Art von Musik konsumieren und mit diesen Inhalten wirklich Gefahr laufen, sich sehr weit von Allah subhanahu wa ta'ala zu entfremden. Im Bereich von Akhlaq, von Adab, im Bereich wirklich von... Es gibt sogar Texte, wo auch blasphemische Inhalte drin sind. Also wogegen, harscher, wogegen Allah gesprochen wird oder wo Allah etwas beigesellt wird. Also was für ein großes Risiko da quasi mit drin ist in dieser Branche. Ich denke, dass diese Akteure auf jeden Fall sensibilisiert werden müssten. Was würdest du dazu sagen, Bruder? Also wie würdest du das sehen? 100%. Die Sache ist, es gab halt keine Alternativen. Ne? Ich muss immer wieder auf die Alternativen zurückkommen. Wir haben ja vorhin privat auch über die Kinderinhalte gesprochen, die es leider im islamischen deutschen Raum nicht wirklich gibt. Ja? Und wenn man diese Alternativen nicht hat, dann machen die Eltern halt alles andere an, was es an Kinderliedern, Kinderserien und so weiter auf YouTube gibt. Ja, aber wenn es diese Alternativen gibt und sie sind gut qualitativ, das heißt, die Leute haben sich wirklich reingehängt, dann werden die auch konsumiert. Und dann gibt es diese Sachen. Die heutigen Lieder, Sachen und so weiter sind so stark verbreitet und die Eltern oder Kinder kennen halt nichts anderes. Aber wenn sie das kennen, wenn sie das einmal hören, ne, was ich mache, was die anderen Brüder machen, Bruder, die feiern das unnormal. Die feiern das. Ja? Die sind richtig glücklich. Die schreiben dann, Alhamdulillah, dass sie euch gefunden haben. Meine Kinder hören nur noch das. Die feiern euch. Die feiern dies. Die feiern As-Sahaba. Die wollen sein wie Hamza radiallahu anhu. Die wollen sein wie Sa'd bin Abi Waqqas und so weiter. Aber wenn keiner darüber spricht, ja, nicht sprecht darüber. Kommt raus. Kinderinhalte sind auch so wichtig momentan. Ne? Es gibt Sachen, es gibt so kleine Versuche von Leuten, aber die stecken da noch nicht genug Geld und Fähigkeiten rein. Die engagieren noch nicht die richtigen Leute dafür. Die machen das alles noch zu Amateur-Hobby-mäßig. Wir haben nicht den Raum, amateurhaft zu arbeiten. Diese Leute, die gegen uns arbeiten oder ihre Werte und Inhalte vermitteln, die stecken da Zeit, Kraft, Geld, Millionen rein. Ja, ja. Ganze Industrien sind dahinter und wir wollen hier mit ein paar Euros und ein bisschen ein paar Stunden in der Woche irgendwas reißen. Nein, wir müssen richtig Gas geben. Wir können es uns nicht leisten, uns auszuruhen. Ja, wir müssen diese Alternativen schaffen und dadurch werden die Leute inshallah dann noch davon mitbekommen, inshallah, und den Gegenpol sehen, ne, und sensibilisiert werden. Ey, guck mal, was er sagt und guck mal, was er sagt. Aber sie kennen ja diese Seite gar nicht. Sie kennen nur, guck mal, was er sagt. Ja, richtig. Ne? Und dann lassen die das einfach laufen. Auf jeden Fall, also da kann ich mir eigentlich nur anschließen. Brauch das jetzt auch nicht stark zu kommentieren. Du hast eigentlich sehr viele Sachen gesagt, wo ich mit einverstanden bin. Ich denke auch, dass man zum Schluss einfach wirklich sehr realitär oder einmal realitätsgemäß auch einmal wirklich sich vor Augen führen muss, wie es eben in einigen Sätzen auch schon anklang. Natürlich befinden wir uns in einer Gesellschaft, die bestimmte Werte vertritt, die dem Islam einfach diametral widersprechen. Wir befinden uns nicht in einer islamischen Gesellschaft, wo der Islam natürlich auch institutionell verankert ist und wo man sagen kann, der Staat selber führt dann eine Art auch islamische Medien ein. Ich denke, in so einer islamischen institutionellen Gesellschaft ist auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, weil ja eben der Staat dann vorgibt oder besser gesagt beeinflusst sehr stark, wie die Medien auszusehen haben, dass solcherlei Projekte einen sehr wichtigen Stellenwert bekommen werden. Weil Richtig. Man ja eben auch die Gesellschaft so fördern möchte. Also Richtig. Man muss die ganze ja. Thematik natürlich viel gesellschaftsfähiger machen. Gewisse Grenzen sind uns halt nun mal heute gesetzt, also man kann darüber vielleicht nicht hinaus. Aber man sollte das nicht als Grund nehmen, um aufzugeben oder von vornherein schon pessimistisch an die Sache ranzugehen. Nein, vielmehr im Gegenteil. Was auch dein Projekt zeigt oder was es mir zeigt, ist, wenn da ein Wille ist, ist da auch ein Weg. Ein schönes deutsches Sprichwort, wenn man hier anführen kann. Wenn man es probiert und wirklich versucht, professionell aufzusetzen, dann kann man damit was erreichen. Und man kann auch einen Einfluss nehmen auf die islamische Community, auf die Jugendlichen. Natürlich, wie gesagt, die letzte Instanz wäre dann eine islamische Institution, eine Gesellschaft, eine islamische Lebensordnung, die verankert ist,
die dann wirklich mit ganz anderen, stärkeren Mitteln, beeinflussenderen Mitteln natürlich solche ein islamische Medien, ja, wie sagt man, solch eine islamische Medienwelt kreiert und dann natürlich auch die Gesellschaft dahingehend fördert. 100%. Also wie du auch sagst, die Muslime, ne, die müssen auch darauf sensibilisiert werden, dass wir Leute hervorkommen und unsere Mujadala, unsere Anstrengung in diesem Jahrhundert, in dieser Zeit, in der wir leben, in dieser Kultur, in der wir leben, ist es halt, die Leute zum Islam einzuladen und ihnen zu zeigen, welche Werte und was der Islam ist, was er vertritt und wie er ist. Halt nicht durch die schöne Brille oder sonstiges, ne, sondern so, wie er ist. Deswegen die Inhalte, die in meinen Anaschid vorkommen, ne, die Inhalte, die bei anderen Leuten in ihren Videos vorkommen, die Inhalte, die ihr in euren schönen Vorträgen und so weiter vermittelt, das ist Islam. Damit wollen wir den Leuten zeigen, das ist Islam. Versteckt euch nicht dafür. Seid stolz darauf, dass ihr Muslime seid. Ja? Und inshallah werden viele Leute diesen Mut bekommen und verstehen, dass sie sich anstrengen müssen in dieser Zeit, ja, den Islam wieder zu erhöhen, dass wir inshallah bald oder unsere Kinder oder die Kinder unserer Kinder in einer islamischen Zivilisation aufwachen. Ne? 100%. Allahumma amin, mein Bruder. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses nette, angenehme Gespräch hier bei Erzähl mal. Ich wünsche dir für dein Projekt viel, viel Erfolg, inshallah. Möge Allah es dir leicht machen. Jazakallah khairan von meiner Seite aus. Wenn du vielleicht noch etwas hast, was du loswerden möchtest, vielleicht an unsere Zuhörer, vielleicht an mich persönlich, dann bitte hau raus. An dich nach dem Gespräch. Nein, Alhamdulillah, also Jazakallah khairan, ja, möge Allah euch belohnen, dass ihr mich eingeladen habt, ja, dass ihr mir hier eine Stimme gegeben habt. In meinem Interesse liegt es, dass jeder Mensch, der Fähigkeiten hat, die er von Allah bekommen hat, und jeder Mensch hat Fähigkeiten, dass er sich an Kragen packt, dass er den Mut fasst und Dua zu Allah macht und zu einem Mittel wird, zum Islam einzuladen, zu Allah einzuladen. Und Allah wird die Wege ebnen. Und selbst wenn du nur der Mann hinter der Kamera bist, ne? Oder wenn du der Sprecher bist, oder wenn du auf dem Feld bist, egal wo du bist ein Teil von diesen Zahnrädern. Ne? Deswegen traut euch, inshallah. Möge Allah dieses Projekt hier segnen, möge Allah unsere Absichten reinhalten bei allem, was wir machen. Ja, und Jazakallah khair, vielen Dank. Allahumma amin. Du hast geredet wie ein Poet, Bruder. Du hast geredet wie ein Löwe, Bruder. Jazakallah khair, mein lieber Bruder. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.